Hallo, mein Name ist Peggy Berger und ich zeige euch heute, wie man diese kleinen Mitbringsel macht. Wir benötigen dazu zum einen unser Ink-Effekt. Das ist eine hochpigmentierte Acryl-Metallic-Farbe für glitzernde und reliefartige Stempeleffekte. Dazu das Stempelset Feierlichkeiten und damit können wir dieses tolle Mitgebsel machen. Man kann es prima in die Handtasche stecken, mitnehmen und einfach verteilen. Ob es jetzt die Kassiererin im Supermarkt ist, ob es ein anderer ist, der mal gerade einen Gruß gebrauchen kann. Das Papier ist Designkarton in den Maßen 12 cm x 6 cm. Dazu trennt ihr vorsichtig den Stempel aus der Vorlage. Einmal auf den Acrylblock legen, ein bisschen festdrücken. Umdrehen und einmal andrücken. So läuft ihr nicht Gefahr, dass der Stempel runterfällt. Dazu das Ink-Effekt. Vor Gebrauch ist immer wichtig, einmal aufrühren. Ich nehme dazu immer gerne einen Zahnstocher. Einfach jetzt mal aufrühren. Die restliche Farbe vom Zahnstocher einfach in den Pinsel draufstreichen. Das könnt ihr gleich schon mitbenutzen. Und jetzt ganz, ganz wenig Farbe nur auf den Pinsel draufgeben, abstreifen und dann im Deckel die Farbe einarbeiten in das Schwämmchen. So, und jetzt vorsichtig damit auf den Silikonstempel gehen. Alles gut betupfen. Dann einmal platzieren, andrücken. Durch den durchsichtigen Acrylblock seht ihr auch super, wo ihr stempelt. Ich persönlich mache immer schnell mit einem Feuchttuch den Stempel sauber. Wenn ich jetzt keine andere Farbe dafür mehr brauche, dann kann man das natürlich auch super mit Wasser reinigen. Der Rand ist mir noch ein bisschen nackig, deswegen gehe ich da einmal ein bisschen am Rand entlang. Das nennt man dann Braschen. Ist das Ganze wieder ein bisschen aufgepeppt. Jetzt brauche ich unsere Klebepunkte von dem Gonicol. Gonicol ist eine Art Propelkleber, da kann man super Klebepunkte mitmachen, so wie hier jetzt einfach von der Folie runterlösen und auf das Schokoherz direkt drauf geben. Natürlich auf die Rückseite. Ich habe jetzt immer zwei Stück pro Herz genommen und das hält ganz gut. Einfach jetzt platzieren, etwas andrücken. Schon habt ihr ein kleines Mitbringsel fertig. Und gerade in der heutigen Zeit kann jeder ein kleines Dankeschön super gebrauchen. Dann nehme ich eine Klarsichtfolie, gebe das Ganze hinein, denn so kann man das super an die Handtasche stecken, ohne dass sich hinterher was ablöst. Oder in der Handtasche verteilt, je nachdem wie groß die Handtasche ist. Das Ganze machen wir jetzt nochmal in einer anderen Farbe und einen anderen Stempel dazu. Denn man kann nicht nur von Herzen stempeln, sondern auch einfach mal Thank you. Also Dankeschön. Wie gesagt, Dankeschön für die Kassiererin im Supermarkt, Dankeschön für die Müllabfuhr, die Mitarbeiter, die dort kommen, Dankeschön Polizei, Krankenschwester. Also in der heutigen Zeit kann jeder ein kleines Dankeschön super gebrauchen. Den Tupfschwamm wickele ich da ins Feuchttuch ein, damit ich nachher mit dem noch weiterarbeiten kann. So trocknet die Farbe nicht aus. Denn Ink-Effekt ist eine sehr schnell trockene Farbe. Und wenn ihr dann den Pinsel zu lange liegen lasst, kann es sein, dass er euch komplett einhärtet. Dann könnt ihr den leider wegwerfen. Daher immer, wenn ihr den gerade nicht braucht, wickelt ihn in ein Feuchttuch ein und legt ihn zur Seite. So könnt ihr dann später auch noch damit arbeiten. Ihr könnt mit Ink-Effekt auf Papier, Glas, Textil, aber Textil nur zu Deko-Zwecken, da sich das rauswaschen kann. Wie ihr vielleicht auf dem Acrylblock gesehen habt, er hat eingravierte Positionslinien, so könnt ihr exakt platzieren. Ich finde es eine sehr super Größe, die liegt passend in der Hand, aber Grundis hat insgesamt drei verschiedene Größen, wenn man die Kundengeschenke dabei mitrechnet, da ist immer ein Mini-Stempelblock dabei. Da brauche ich nochmal unsere Konidikor-Klebepunkte.
Nicht Gummidekor, Entschuldigung, Gummikollklebepunkte natürlich. Die könnt ihr super machen auf eine Klarsichtfolie, die einmal aufschneiden, aufblättern wie bei einem Buch und dann Punkte setzen und dann muss das wirklich lange trocknen, teilweise 3 bis 4 Tage, ehe ihr die Klebepunkte nutzen könnt. Und schon einmal passend zu dem grünen Herz mit grüner Farbe. Mit Blau geht das Ganze natürlich auch und deswegen habe ich jetzt gerade nur ein Zewa genommen. So kann ich direkt weiter mit dem Stempel arbeiten, ohne dass ich inzwischendurch abwaschen gehen muss. Ich habe bei mir in der Küche ganz gerne eine Zahnbürste liegen. Die habe ich mir extra nur für diese Stempel geholt. Und damit kann ich dann unter fließend Wasser direkt meinen Stempel richtig schön wieder sauber schrubben mit einer Zahnbürste. Auch hier seht ihr einmal zack, eben schnell drüber. Ich war mir noch nicht sicher, ob ich noch mehr mache. Und auch hier wieder den Rand waschen. Ich finde, das macht einfach unheimlich viel her. Und ihr seht wirklich, wie schnell und einfach das geht. Und dann nehme ich jetzt das blaue Herz, glaube ich, die Vollmilchschokolade. Das ist übrigens unbezahlte Werbung, ich erhalte nichts dafür. Nicht, dass jemand meint, hier ist Schleichwerbung oder sonstiges, nein. Wir haben einfach nur gesehen, dass es wunderbar passt. Bei uns bekommt man die bei Aldi Nord, auch unbezahlte Werbung. Und vielleicht ist das ja auch etwas für euch. Tschüss!